Er hat mir geschrieben, ihr habt für heute bei dem Event nichts geplant, oder? Fragezeichen, Politik ist nicht euer Ding, richtig? Fragezeichen. Ja, wir wollten dich halt mit so vielen wie möglichen Leuten begrüßen. Oh Gott, wenn du gleich was dir interessant anguckst. Sind wir doch 13 Mann, die hier stehen, wenn Kevin kommt. Ja, siehst du, passt doch. Wer ist Kevin? Gibt es nicht durch, wer so fehlt? Fünf fehlt. Ach hier, Frank. Bevor ich vergesse. Knut hat mich angerufen. Ja. Und meinte, der möchte gerne mit einem von uns sprechen, der ein bisschen was zu sagen hat oder so. So, ob wir Leute haben, die nicht wählen und sowas und die ihn für ihn stimmen würden und er würde sich dafür auch erkenntlich zeigen. Für was wäre der Pakt? Egon. Und was denn? $5,000 und ich wähle den. Ja, ja, ist mir scheißegal. Also, Frank oder John, einer von euch soll den mal anrufen oder so. Irgendein Harry wollte zu euch beiden. Ja, stimmt. Harry? Er will was von euch. Er hat mir geschrieben, ihr habt für heute bei dem Event nichts geplant. Oder? Fragezeichen, Politik ist nicht euer Ding. Richtig? Fragezeichen. So. Ja. Harry Henkel, der was von Unicorn was wollte. Denn? Der wollte was von Unicorn. Ach, der von Wiesel News, der ist. Ja, genau. Der hat mich an die Bullen verpfiffen, der Ficker. Genau. Der stand vor dem Cage, der hat irgendwas gesagt, Alter, ich hab's vergessen. Der wollte sich entschuldigen oder so. Ja, ja, der kann meinen Schwanz lutschen. Wen kannst du denn herrufen, bitte? Normal. Ruf den einen an, den Harry. Und T von den Ballers wollte auch mit dir sprechen, Frank. Hat bisher noch nicht gemerkt. Wart ihr heute schon beim Rupert? Wir waren gestern, Digga, wir können noch nicht abholen. Wie viel kann ich hin? Ich würde gerne hin. Ey, dieser Harry Henkel ruft mich gerade an. Der Idiot. Ja, was gibt's? Ich wurde zu euch geordert, ich bin jetzt vom Haus. Ja, du musst aufs Deck kommen, nicht unten. Sag ich doch. Rein oder wie? Parkdeck, oben. Du musst einmal rumfahren. Links und dann rechts. Das ist ein Parkdeck. Ist okay, oh Gott. Ich komm. Ja, heul nicht. Am Telefon. Ich laufe jetzt einfach hier jetzt links und dann nochmal links oben drauf oder wie? Ah, okay. Ja, stellt euch vor ihn. Hi! Was geht, Harry? Ja, wir wollten dich halt mit so vielen wie möglichen Leuten begrüßen. Oh Gott. Oh, dann kann ich gleich Maske haben, Mann. Jetzt, was wolltest du? Oh Gott, ich kipp gleich um, ey. Ich wollte mich echt nur entschuldigen. Das ist Wofür? Echt alles so doof gelaufen. Wofür willst du dich genau entschuldigen? Kannst du das? Weil auf einmal die Polizei da war und ich weiß nicht wieso und... Mir wurde dann... Hast du die Polizei nicht gerufen? Um Gottes Willen! Ich wollte doch, dass ihr mir da weiterhelft. Ich rufe doch nicht die Polizei. Okay, und wer hat die Polizei gerufen? Das weiß ich nicht, aber ich habe rausgefunden, dass Frank danach im Knast war und das wollte ich nicht und das tut mir voll leid und... Oh Gott. Ey, bitte bringt mich nicht um. Wie leid tut's dir? Es tut mir wirklich ganz doll leid. Oh Gott. Mhm. Kann ich den mitnehmen? Hey, der muss bestimmt mal zum Onkel Doktor. Hey, Jungs. Jungs, ich stehe noch da. Und Mädels, bitte. Es tut mir echt wirklich voll leid. Was meinst du eigentlich mit deiner SMS? Oh Gott. Die SMS war wegen der Gouverneurswahl nicht da. Ich wollte euch... Weil das FIB war da und nicht das... Wieso Politik ist nicht unser Ding? Was meinst du? Ja, es gibt da so dumme Gerüchte, dass der Neuer da irgendwas mit der Gang macht und dass alle Gangs irgendwie diesen Neuer unterstützen. Und welcher Neuer? War da nicht da. Manuel? Wer ist das denn? Das ist Manuel? Der dritte Gouverneurskandidat. Wie viele gibt es? Sag mal alle. Drei. Also es gibt den Herrn Knarz, das ist der Knut, da bin ich jetzt aus dem Interview mit ihm geflüchtet. Ja, wen noch? Dann gibt es den Manuel Alex Neuer, ich weiß nicht, wie der heißt. Neuer auf jeden Fall. Und dann gibt es diesen Vincent Delgado, das ist ein Anwalt. Da kann ich irgendwas essen? Delgado? Ist Delgado nicht ein Kartell oder so, Alter? Ich darf was essen, ja? Da. Oh Gott. Nee, musst du jetzt verhungern. Genieß es. Ja. Ich sterbe mir vor Hunger. Ja, bei mir alles gut. Ich
habe einen alten Kumpel gerade getroffen. Ich bin voller Schocken davon, die habe ich voll lange nicht gesehen. Echt? Den habe ich voll lange nicht gesehen, ne? Hat sich voll verändert. Alle sagen das. Aber der hat sich in den Jahren auch gar nicht verändert. Ich lege erstmal auf. Aber du, ich glaube, ich schnack mit dem nochmal ein bisschen. Ich lege erstmal auf, ja? Ja, sage ich dann Bescheid. Ja, hau rein. Ich hab dich lieb, Thoralf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, jetzt ist Feierabend, Alter. Oh, für das, ich hab dich lieb. Ihr wolltet, dass ich die anrufe wie immer. Ruhe. Du gehst jetzt los zu deinem Auto und um 22 Uhr sagst du uns, wer es war. Wenn du es bis 22 Uhr nicht warst, stehst du dafür gerade. Ciao. Hi. Ja, Knut, was geht? Hi. Ja, ich brauch eure Stimmen. Ja. Krieg ich? Willst du? Kriegen wir. Aber was kannst du bieten? Wir könnten. Ich weiß ja nicht. Ich würde euch auch nicht so nahe treten, aber seid ihr im Drogengeschäft dabei? Ja, weißt du auch ganz genau, tu nicht so. Ah, ihr verkauft wahrscheinlich nur an den Dealer, nicht auf der Straße, oder? Ja. Hättet ihr Interesse an Koks? Ich nehme 500 Kilo. Was sagst du zu Zahlen? Nee. Habt ihr nicht? Nee. Okay. Wir sind keine Straßendealer, Bro. Ja, aber ihr könntest ja an die Gangs weitergeben, oder? Nee, das ist nicht unser. Nee. Hast du gar keinen Verteiler außer dich? Ich komme nur dran, ich will das gar nicht verkaufen. Großartig. Ich komme halt dran, ich habe die Connection, aber ich will es nicht verkaufen, also jetzt auf der Straße. Über was für Mengen reden wir überhaupt? Ja, weiß nicht, 100, 200, sag was. Einmalig oder regelmäßig? Regelmäßig. Was ist exklusiv? Für dich regelmäßig? Es könnte exklusiv sein. Könnte. Ja. Könnte exklusiv sein, ja. Wenn ihr mir ein paar Stimmen vielleicht noch mehr besorgt. Und was ist denn für dich regelmäßig? Ich weiß nicht, sagt, was braucht ihr? Wie oft braucht ihr was? Also ich bin halt abhängig, ne? Also ich muss halt auch gucken, dass die Leute da sind. Kann halt nicht sagen, wenn ihr sagt, heute Abend brauche ich 100 ne, Gramm oder was, dann kann ich nicht direkt sagen, ja, okay, ich muss halt auch gucken. Aber letztendlich müsste es machbar sein. Könntest du die Woche 300 Päckchen liefern? Ja, das müsste machbar sein, ja. Frank, was sagst du dazu, die Woche 300 Päckchen? Pass auf, du musst uns nie liefern, wenn wir wieder das sagen. Wenn, dann sollte es eine Regelmäßigkeit haben. Das heißt, wenn wir zu dir sagen, als Beispiel, wie er es gesagt hat, 300 die Woche, dann sollte es einen Tag in der Woche geben, egal welcher, an dem diese 300 kommen, weißt du? Da müssen wir uns drauf verlassen können, sonst ist so ein Business für uns uninteressant. Weil wir würden dann natürlich aufgrund der Exklusivität schauen, dass wir es dann an die Gangs verteilen, die Bock drauf haben. Deswegen würde ich dir jetzt noch keine Menge sagen, sondern würde mich erstmal umhören, beziehungsweise mit Jan zusammen mich umhören und gucken, was die Leute brauchen. Und dann würde ich auf dich zukommen und würde sagen, wie viel. Gut, aber das geht dann natürlich ein bisschen weiter, ne? Wenn es exklusiv ist, dann will ich ein bisschen mehr von euch. Was willst du dann noch? Na, sagen wir mal, ein bisschen Schutz genießen. Ich putze dein Auto. Nein, ein bisschen Schutz genießen, wenn ich in der Stadt bin. Also ihr müsst jetzt nicht an meine Backen kleben, so meine ich es nicht, aber wenn mein Problem ist... Fangen wir mal so, eine Hand wäscht die andere. Ja, genau. Wir ja. fangen für dich aber keinen Krieg mit irgendjemandem an, das sollte dir im Vorfeld klar sein. Aber wir können sehr gut vermitteln, können sehr gut reden und sonst irgendwas. Und du weißt ja auch, dass wir Gott und die Welt kennen. Wenn es darum geht, dass du meinetwegen Schutz brauchst während eines Events, das können wir gerne machen. So solche Sachen vielleicht. Sowas stört uns überhaupt nicht, denke ich, oder? Was sagt ihr dazu? Nein, darum, dass ich bin dabei. Nein, also sowas gerne, wenn du nicht weißt, was da passiert. Und pass auf, wenn wir dir Schutz geben, wird nichts passieren, weil wir vorher den Leuten sagen, dass wir euch Schutz geben. Versteht ihr, was ich meine? Alles klar, genau. So da müsste schon irgendwas ganz Beschissenes, irgendein ganz verrückter Motherfucker kommen, wenn der dann noch kommt, weißt du? Mhm. So. Genau, auf das will ich hinaus. Ja. Und meint ihr, habt Connections vielleicht noch ein paar Stimmen? Also ich habe versucht, die Gangs irgendwie zu fragen. Was wollt ihr? Was politisch interessiert euch? Blabla. Denen ist alles scheißegal. Ja. Meint ihr, könnt die Gangs noch irgendwie ein bisschen dazu kommen? Denen ist nicht alles scheißegal, nur die Ideen dazu musst du haben. Ja. Soll ich dir Wahlkampftipps geben? Ja, dieses Ganze und das... Nee, wir werden jetzt Freunde. Ich habe die Idee, wo du niemanden für in die Pfanne hauen musst, niemand verletzt wird, gar nichts. Ich habe die Idee gerade gehabt. Deswegen erzähl mir bitte von Alexander. Also, ich habe... Entschuldigung, echt. Mein Herz
Bleib mal ruhig, du hast heute deinen Glückstag. Ich habe gerade eben mich dazu entschlossen, dass du der beste Reporter der Stadt wirst. Okay. Mhm. Okay. Ich hab gehört. Hör auf zu stottern! Entschuldigung. Ich hab mit dem Alexander. Nein, der Digga, neue... das nervt mich richtig, sonst schlage ich dich gleich. Okay. Ich geb dir einen, oder? Ich denke, das ist jetzt ein Freund von mir. Ja, ich schlag meine Freunde, wenn sie nerven. Echt? Hier, rauch. Ja. Ich rauche. Ja. Ja. Genau, komm, gönn dir mal ein bisschen. Ich hab aber noch nie einen Joint geraucht. Ne? Ich weiß genau, wie ich das denke. Boah. Das entspannt dich. Ja, das entspannt dich, glaube ich. Schwanzige. Wow. Falls du davon mehr willst, das? $500 Stück. So. Ich kenne da jemanden, der hat einmal so ein Deutscher Turm ist sofort eingeschlafen, dass du es auch machst. Nein, der ist doch ein harter Kerl, guck dir Nari mal an. Ja, stimmt. Oh, ich habe mit dem Neuer noch nicht gesprochen, aber ich habe über vier Ecken erfahren, dass der sich halt für die Gangs einsetzt. Ja, so reagiere ich auch, wenn ich drauf. Was macht er mit den Gangs? Der will die irgendwie stärken halt. Okay. Ey, du siehst voll anders aus. Ich sehe gut aus, immer, egal ob high oder nicht. Hör mal zu, Franjo. Ich hab. Es geht jetzt folgendermaßen. Ich hab eine Idee, Franjo. Pass auf. Das Ding ist. Das Ding ist. Ich noch so ein Schmarrn. Pass auf, folgendes. Ja. Das Meerschweinchen, ich muss erstmal einen Käfig. Pass auf. Das Ding ist, dass. Ja. Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll, aber ich hab für die ganze Woche jetzt, die nächsten 7 Tage, Artikel für dich. Skandalöse Artikel. Sind die denn? Huch. Die skandalös. Was sind die? War? Ich habe skandalöse Artikel für dich, die ganze Woche über. Freut dich das oder freut dich das? Du wirst natürlich mit niemandem darüber reden, woher du diese Artikel hast, aber ich du hast sie. Du freust dich da sehr drüber. Ich freue mich da voll sehr drüber. So. So, da du das ja alles so leid tut und Jan an dem Abend noch weitaus gedemütigter wurde, schreibst du dir jetzt Jans Telefonnummer auf und gibst ihm deine. Ach du Scheiße. Wieso, er ist gut mit der Presse. Okay. Wie schreibt man Jan? C-A-N. C-A-N. Ja, 930 457. 9 3 0 4 7 was 4 5 7 Alter, ich ruf mal an, ne? Warte, anrufen. Geht das? Hallo. Ist da der Chan? Ja. Ist der Chan. Harry? Ja, Chan. Dann gib mal deine Nummer vor. Okay. Chan ist Chinesisch, schreib dir das auf. 5. Ohne Vorwahl. 3. Ja. 4. 8. Ja. 7. 6. 0. Er ist wie so ein PC, ich glaube, der braucht einen Nackenklatsch, dass er wieder funktioniert. Nein, lass ihn mal jetzt. Er hat's doch gekämpft. Ja, hab ich. In seinen Genick mit ein. Okay, jetzt hast du die Nummer. Pass auf, er ruft dich an und du musst ihm vertrauen. Du weißt ja, dass er dich öfter angerufen hat oder euch und die Artikel immer der Recht der Wahrheit entsprachen. Quellenschutz. Quellenschutz, siehst du? Erzähl bitte niemandem davon. Das ist eine Sache zwischen dir und uns. Du profitierst davon, wir profitieren davon. Und was ist mit dem, der die Polizei gerufen hat? Ist mir egal, wenn du das gut machst. Aber so beschützt du deinen Kollegen, den du lieb hast.